Fordere das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ja, es war für Europa keine gute Entscheidung, dass man im Vereinigten Königreich eine Mehrheit bekommen hat für den Austritt aus Europa. Aber es war eine schöne Demonstration der Geschlossenheit, dass die 27 sich nicht haben hinreißen lassen, einzelne Abmachungen anzukündigen, sondern dass sie gesagt haben, wir wollen gemeinsam die Verhandlungen mit Großbritannien führen und wollen gemeinsam dafür sorgen, dass die Standards auch eingehalten werden müssen. So hat dieser Brexit dazu geführt, dass die verbleibenden 27 zu einer Geschlossenheit bisher gekommen sind, die wir in der vergangenen Zeit immer wieder vermisst haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist es auch richtig, dass jetzt am kommenden Wochenende, am Samstag, der Versuch unternommen wird, gemeinsame Richtlinien für einen solchen, für die Verhandlungen zu finden. Und das Erste ist ja wohl völlig klar, dass nämlich deutlich werden muss, dass es einen Unterschied bedeutet, ob man Mitglied in der EU ist oder ob man nicht Mitglied ist in der EU, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann muss auch deutlich werden, welche Konsequenzen dies bedeutet hat. Und darüber wird nun auch gesprochen, im Detail. Und es werden schwierige Verhandlungen. Aber das, was Großbritannien versucht, die Zukunft der Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien zu vermischen mit den Austrittsverhandlungen, genau dies darf nicht geschehen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Es muss zunächst einmal klar sein, welche Konsequenzen der Brexit hat. Und dann reden wir miteinander darüber, wie die Zusammenarbeit in Zukunft aussehen soll. Und natürlich, die Bundeskanzlerin hat darauf hingewiesen, ist es zwingend, dass auch bei diesen Verhandlungen der Deutsche Bundestag beteiligt wird. Und da sind wir, das können wir der Bundesregierung auch zusagen, da sind wir auch vorbereitet. Auch in der Zeit, in der Sommerpause, wo wir keine regelmäßigen Sitzungen im Deutschen Bundestag haben, sind wir jederzeit in der Lage, wenn es erforderlich und notwendig ist, zusammenzukommen, um über Fragen zu sprechen, die im Zusammenhang mit dem Brexit und den Brexit-Verhandlungen stattfinden. Der Deutsche Bundestag ist bereit, sich an diesen Verhandlungen zu beteiligen und sich auch entsprechend einzubringen. Und dem dient auch der Antrag, den die Koalitionsfraktionen für heute vorgelegt haben, in dem deutlich wird, wo wir die Prämissen sehen. Ein zentrales Thema ist für uns, wo wir erwarten, dass dies auch in den Verhandlungen deutlich gemacht wird, dass für alle Fragen, die mit den Verhandlungen und dem daraus folgenden Vertrag, dass für alle Fragen auch in Zukunft der Europäische Gerichtshof zuständig ist und nicht, wie die Briten meinen, irgendeine Sonderform. Und das muss von Anfang an deutlich werden. Die Rechtskontrolle für die Konsequenzen finden auch in Zukunft beim Europäischen Gerichtshof statt und nicht vor irgendeinem britischen Gericht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich muss auf die Frage eine Antwort gegeben werden, wie können wir Europa wieder attraktiver machen? Aber um die Frage wirklich beantworten zu können, kann man nicht eine eigene Ideologie da vortragen, sondern muss sich mal fragen, was war der entscheidende Grund der
zu der Entscheidung Brexit geführt hat. Und da war es die Freizügigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es wurde in Großbritannien wegen den 600.000 Polen, die dort arbeiten, eine Diskussion begonnen. Und da kann ich nur sagen, an Großbritannien gewandt, es wird keine besonders gute Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich geben, wenn die Personenfreizügigkeit nicht auch in Zukunft eingehalten wird. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und darum ist gestritten, nicht über Klimaschutz und sonstige Fragen. Wir sollten die Verhandlungen nicht mit dem belasten, was gar nicht Gegenstand war. Gegenstand war die Personenfreizügigkeit. Und auf die werden wir auch in Zukunft nicht verzichten können, weil das ist ein wesentliches Element des freien Europas, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, dass es weniger so Detailfragen sind. Also der Diesel hat jetzt nun wirklich keine Rolle beim Brexit gespielt, um das mal auch deutlich zu machen. Dass es nicht solche Detailfragen sind, sondern dass wir im Zusammenhang mit dem, was da geschehen ist, uns in Europa wieder einmal auf einen wichtigen Grundsatz besinnen müssen. Wir müssen in Europa, Frau Bundeskanzlerin, einmal darüber sprechen, was soll in Zukunft Europa leisten und was können genauso gut die Nationalstaaten leisten. Und da muss ich schon noch mal darauf hinweisen, es gibt Aufgaben, die der Nationalstaat allein nicht machen kann, weil sie zu groß sind für ihn. Aber es gibt Aufgaben, die der Nationalstaat machen kann. Die Sicherung der Außengrenze ist eine Aufgabe für Europa. Die Festlegung von Vogelschutzgebieten aber nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und darüber muss jetzt mal eine Einigung erzielt werden. Wir brauchen also im Zusammenhang mit den Verhandlungen mit Großbritannien eine Aufgabenkritik. Es kann nicht sein, dass sich Europa immer mehr auf kleine Dinge konzentriert und dafür einen Haufen Personal braucht. Aber die wirklich große Aufgabe, nämlich Sicherung unserer Außengrenze, bis zum heutigen Tag noch nicht zufriedenstellend geregelt ist. Und daran wird sich die Zukunft von Europa entscheiden, ob man erkennt, dass die Aufgaben, die man selber nicht erledigen kann, dass man dafür eine Einrichtung hat, und die heißt Europa. Und zweitens, Frau Kollegin Göring-Eckardt, ich bin ja sehr Ihrer Meinung, dass wir in Europa gerade einer jungen Generation Perspektiven geben müssen. Was soll eine junge Generation von Europa halten, wenn die Antwort ist Jugendarbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit? Aber sich dann hier herzustellen und zu sagen, dafür trägt Europa die Verantwortung, bin ich nicht bereit zu akzeptieren. Europa trägt eine Verantwortung dafür, dass bestimmte Standards, die wir miteinander formuliert haben, nicht eingehalten werden, dass beispielsweise Haushaltsdisziplin aus politischen Gründen nicht eingefordert wird. Dafür trägt Europa Verantwortung. Aber Europa trägt keine Verantwortung für die Dinge, wo sich die Nationalstaaten ihre eigene Zuständigkeit vorbehalten haben. Wenn ich noch einmal auf meine Grundsatzthese zurückkommen will, dort, wo die Dinge groß sind und Europa handeln muss, dort trägt Europa die Verantwortung. Aber wenn wir uns gemeinsam vereinbart haben, dass es Bereiche gibt, wo der Nationalstaat zuständig ist, dann darf man dafür nicht Europa die Verantwortung geben, sondern muss im Nationalstaat mahnen, ihr müsst bestimmte Dinge auch in Reformen umsetzen. Dass es bei uns in Deutschland so gut funktioniert, hat doch damit zu tun, dass wir Reformen durchgeführt haben, die andere europäische Länder nicht gemacht haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da muss man immer wieder darauf verweisen, dass dies zwingend notwendig ist.
Wenn am Samstag der Gipfel in Europa stattfindet, werden natürlich, weil man nicht mit den 28 zusammenkommt, die ein oder andere wichtige Frage, die Bundeskanzlerin hat es angesprochen, dort nicht beraten können. Ich halte es aber für zwingend erforderlich, dass recht schnell, Frau Bundeskanzlerin, man sich in Europa der 28 zusammenfindet, um eine gemeinsame Antwort auf die Situation in der Türkei zu finden. Wir alle wissen, dass Fragen der Verhandlungen mit der Türkei einstimmig gefällt werden müssen. Und deswegen, wenn da sich auch jetzt wieder Kolleginnen und Kollegen hinstellen und sagen, nicht mit erhobenem Zeigefinger, dann kann ich nur sagen, lieber Herr Kollege Oppermann, richtig. Aber dann ist es auch nicht richtig, dass wir jetzt ständig von Deutschland aus Ratschläge erteilen, öffentlich über den Umgang mit der Türkei, bevor wir nicht im Kreis der 28 einmal gemeinsame Grundsätze miteinander vereinbart haben. Also wenn der erhobene Zeigefinger nicht, dann soll er auch in dieser Frage nicht kommen. Ich kann nur raten, dass wir relativ rasch eine gemeinsame Antwort geben. Wissen Sie, das wird einen Menschen wie den Herrn Erdogan überzeugt nur eins, wenn er auf eine geschlossene Position trifft. Wenn er aber den Eindruck hat, er kann da in Europa die einzelnen Mitglieder auseinanderdividieren, dann ist es kein Zeichen von Stärke. Und deswegen halte ich die Position der Bundeskanzlerin für richtig, jetzt rasch zu einer gemeinsamen Position der 28 Europas auf die Türkei zu kommen. Und zweitens, Politik beginnt ja bekanntlich mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Tja, manchmal habe ich den Eindruck, es weiß nicht jeder, dass das so ist. Aber sie beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit, wissen Sie, bei Ihnen ist das Bewusstsein für die Wirklichkeit durch Ideologie so verdrängt, dass ich mit Ihnen darüber gar nicht rede. Aber da kann ich nur sagen, ein Teil unserer politischen Wirklichkeit ist die Herausforderung durch den islamistischen Terror. Und da sind wir uns doch alle klar, dass dies weder ein Nationalstaat in Europa, nicht einmal Europa allein, sondern da brauchen wir schon mehr Anstrengungen. Und da ist die NATO ein wesentlicher Teil dieser Aufgabe. Und jetzt muss man doch mal sagen, wir haben ein Interesse daran, dass auch in Zukunft die Briten in der NATO ihren Beitrag einbringen, einen wichtigen Beitrag. Das wird bei den Verhandlungen eine Rolle spielen. Aber es ist auch Tatsache, und ich bin mal gespannt, ob daran jemand was ändern will, dass die Türkei NATO-Mitglied ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und sich dann hier herstellen, an diesem Rednerpult, und zu sagen, also das, was für alle NATO-Mitglieder gilt, nämlich, dass wir auch miteinander in Rüstungsfragen zusammenarbeiten, das gilt für die Türkei nicht mehr. Also einen größeren Unsinn über die NATO kann man gar nicht erzählen als mit diesem Satz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen müssen wir mit der Türkei natürlich darüber reden, wie es in ihrem Land zugeht. Aber zur gleichen Zeit kann ich der Türkei nicht sagen, es gibt Mitglieder in der NATO erster und zweiter Klasse. Herr Kollege, so werden wir den Kampf gegen IS nicht gewinnen. Herr Kollege Kauder, darf die Kollegin Hensel eine Zwischenfrage stellen? Nein, die Kollegin Hensel nicht. Wir haben also eine Reihe von großen Herausforderungen vor uns. Herausforderungen, über die auch für unsere Bürgerinnen und Bürger entschieden wird, auch über unseren Wohlstand entschieden wird, was jetzt in Europa gemacht wird. Und da kann ich nur mahnen, redet nicht zu kleinkariert über einzelne Themen,
Macht Europa nicht kleiner, sondern reden wir über die großen Herausforderungen, die Europa bewältigen muss. Wenn Europa die besteht, dann bekommt Europa auch wieder Zustimmung. Wenn Europa aber die großen Herausforderungen nicht besteht und sich in kleinlichen, ständig neuen, regularischen Gesetzesvorhaben erschöpft, dann wird dieses Europa keine gute Zukunft haben. Die Kollegin Hensel bekommt jetzt die Möglichkeit, einen Augenblick, eine Kurzintervention.